Auf dieser Minecraft-Map muss ich insgesamt 20 Häuser und Wohnungen renovieren. Je nachdem, was der Kunde verlangt, ist es so manchmal meine Aufgabe, einfach nur aufzuräumen, aber auch verschiedene Zimmer oder komplette Apartments einzurichten. Sind die Auftraggeber mit meiner Arbeit zufrieden, bekomme ich Gold als Belohnung, mit dem ich dann wiederum meine eigene Hütte zu meinem absoluten Traumzuhause verschönern kann. Ich habe mich extra in mein kreatives Inneneinrichtungs- bzw. Maler-Outfit reingeworfen und würde sagen, wir starten direkt mit dem ersten Job rein. Hallo, was geht ab? Was geht ab, erster Kunde? Mein Apartment braucht ein paar Mauern. Ja, okay, ich glaube, das kriegen wir hin. Okay, also die Markierungen auf dem Boden zeigen auf jeden Fall, wo wir diese platzieren müssen und hier haben wir alle Materialien dafür. Hä, das ist ja über easy, das kriege ich relativ lässig hin. Ja, vergesst, was ich gesagt habe. So, dann machen wir hier eine Tür rein und überall anders noch die Mauern hin. Wir sind fertig, alle Mauern sind platziert, es geht einmal zurück, wir liefern den Auftrag ab und bekommen unser erstes Geld. So, dann packen wir das doch erstmal in die Ender-Chest, damit das sicher ist und machen direkt den nächsten Auftrag. Ich muss meine Stimme verstellen, ich bin jetzt der Kunde. Oh mein Gott, ich brauche Hilfe. Ich weiß nicht, was passiert ist, aber mein komplettes Apartment ist voller Erde. Bitte entfern das, ich weiß nicht, was zum... Kein Problem, du hast Gustav, den Inneneinrichtungsexperten, gerufen. Ich kriege das hin. Okay, als Tool haben wir nur eine Schaufel und was ist das? Hier ist ja wirklich alles voller Erde. Ich dachte, er veräppelt uns. Also wirklich, was hat der denn da gemacht? Na gut, aber sowas gehört halt leider auch zu unserem Job. Wir müssen einfach auch mal ganz viel Dreck beseitigen. Insgesamt gibt es auf dieser Map übrigens 20 Jobs, wo wir immer was anderes machen müssen. Und ich will heute natürlich alle erledigen. Und der letzte Block, wir sind fertig. Ganz ohne die Erde sieht die Wohnung sogar relativ schön aus. Die hat hier sogar so einen coolen Balkon. Naja, egal. Ich bin trotzdem sehr, sehr froh, dass man Minecraft-Sachen nicht riechen kann. Ich will nicht wissen, nach was die Erde hier gestunken hat. Wir beenden auch diesen Auftrag und kriegen die nächsten 10 Gold. Sehr schön. Wisst ihr was? Einen Auftrag machen wir noch und dann gehen wir selber shoppen. Okay, also hierfür haben wir zweimal Concrete, eine Eisenspitzhacke und eine Schere. Der frühere Bewohner dieser Wohnung hatte irgendwelche komischen Farbwünsche. Kannst du die pinken und orangenen Mauern wegreißen und stattdessen schöne weiße und blaue hinbauen? Na klar kann ich das. Oh mein Gott, das ist ja wirklich hässlich. Also die Wohnung an sich ist ultra nice. Hier mit dieser Aussicht auf den Hafen wirklich unfassbar schön. Auch hier wieder ein nicer Balkon. Trotzdem, wirklich, was hat sich der frühere Bewohner da bei den Wänden gedacht? Die müssen alle weg. So, statt den pinken machen wir hier eine weiße Wand, das ist doch viel schöner. Zack, das sieht gut aus und auch die orangenen Wände müssen raus. Wobei ich mir da ehrlich gesagt nicht sicher bin, ob ich blaue viel schöner finde. Das ist irgendwie auch nicht das Wahre. Alright, alle Wände sind ausgetauscht. Ich hoffe, sie sind zufrieden, alter Mann. Wie, nur 7 Gold? Da habe ich ja bei dem ersten viel mehr bekommen, obwohl das einfacher war. Naja, egal. Gucken wir uns erstmal an, was wir uns damit jetzt kaufen können. So, dann einmal bitte in den örtlichen Ikea gehen. Und genau hier haben wir jetzt super viele Villager, bei denen wir uns eigene Einrichtungsgegenstände holen können. Die wichtigste Frage... Oh mein Gott, ja. Es gibt eine Jukebox. Okay, Freunde, ich erwarte nicht, dass ihr das versteht. Aber ich muss mir direkt 5 Jukeboxen kaufen, sonst läuft das hier alles nicht. Dann noch einmal 4 Gemälde, das ist doch hübsch. Oh, und natürlich brauche ich auch ein bisschen Stauraum. Und wisst ihr was? So ein Kessel und Trapdoors für eine Toilette sind auch immer wichtig. Also dann, es wird Zeit, mein eigenes Haus anzuschauen. Um das zu tun, müssen wir einmal hier diese Leiter hoch. Ist vielleicht ein bisschen random. Aber genau... Oh mein Gott, wir haben voll die nice Hütte. Genau so kommen wir in unsere Bude und das ist ja überschön. Also erstmal guckt euch die Aussicht an mit diesen anderen Wolkenkratzern. Wir haben hier wirklich eine riesengroße Fläche. Hier noch einen größeren Balkon, eine Terrasse fast schon. Dann geht es hier auf so einer offenen Treppe einfach nochmal nach oben. Hier
hier ist noch mehr Platz und noch mehr Terrassen. Boah, ich freue mich jetzt schon so sehr, auch diesen ganzen Raum mit meinem ganzen Gold, das wir verdienen, schön einzurichten. Alright, das Geld kommt zurück in den Tresor und wir machen weiter mit dem nächsten. Hi, ich habe einen sehr einfachen Job für dich. Ich will, dass du die Mauer zwischen dem Wohnzimmer und der Küche zerstörst. Kriegst du das hin? Ich zähle auf dich. Oh mein Gott, die Stimme zu machen war wirklich nicht einfach, aber natürlich schaffen wir das. So, zack, zack, schön die ganzen Blöcke zerstören. Das ist wirklich leicht verdientes Geld. Und einmal abgeben. Gibt auch nur 3 Dollar. Hallo, ich brauche deine Hilfe. Es ist zu dunkel in meinem Apartment und ich brauche unbedingt Licht, bevor ich die Einrichtung platzieren kann. Ich muss irgendwie sehen, wie die Wohnung aussieht, die ich mir gekauft habe. Bitte sorg dafür, dass ich in meiner Wohnung genug Licht habe. Das kriegen wir hin. Okay, wir müssen einfach nur 6 Laternen irgendwo hinsetzen. Das ist ja super easy. So, dann machen wir hier eine Laterne hin, das reicht. Dann einmal da in den Flur, hier in den Eingangsbereich. Auf dem Balkon können wir gar nicht drauf, da ist das Licht scheinbar nicht so wichtig. Und sonst würde ich halt... Ja gut, wir haben auch keine Möglichkeit, das abzubauen. Ist jetzt vielleicht nicht ganz so schön, aber wir setzen einfach noch hier eine hin. Alright, der Auftrag ist fertig. Danke für die 3 Gold. Willkommen in meinem Palast oder Apartment. So oder so, es ist magnificent. Ich bin ehrlich, ich habe keine Ahnung, was magnificent bedeutet, aber ich glaube, magnetisch? Es ist magnetisch. Kannst du bitte Dekorationen auf meinem Balkon platzieren? Ich habe dir ein paar Materialien in die Kiste getan, aber keine Ahnung, wie ich sie platzieren soll. Na klar, Großer, gar kein Problem. Okay, das gefällt mir. Alright, wie machen wir das denn am schönsten? Ich muss mir wirklich ein bisschen was überlegen. Boah, wir haben halt echt nicht so viele Sachen, die wir benutzen können. Ich bin ehrlich, da hätte der Besitzer auch mal ein bisschen mehr Geld investieren können. Alright, ich habe zwar nicht alle Sachen benutzt, aber ich bin wirklich absolut zufrieden. Also vor allem im Vergleich zum Anfang sieht dieser Balkon doch schon deutlich gemütlicher aus. Hier würde ich echt gerne chillen. Meine Teppiche sind ruiniert. Ich wollte nur... Weißt du was? Lass uns nicht darüber reden. Bitte reparier einfach meine Teppiche. Okay, wir kriegen 8 blaue Dinger und... ja. Gut, also hier sind halt einfach Löcher drin. Ich bin ja kein Teppichexperte, aber ich glaube, das sollte eigentlich nicht so sein. Zack, zack, alles easy, haben wir ganz easy genäht mit meiner kleinen Nähmaschine und auch der Kunde ist zufrieden. Hey, ich habe gestern eine brandneue Wohnung gekauft und brauche jemand Kreativen, der mir das Ganze einrichten kann. Kannst du das vielleicht machen? Ja klar, kein Problem. Oh, perfekt, danke. Oh mein Gott, wie viele Sachen haben wir hier denn? Ich hoffe, das gibt viel Geld. Okay, wir haben wirklich viele kleine Räume. Hier sogar eine Toilette, sehr wichtig. Sogar eine Dusche. Boah, das ist echt viel, was ich da einrichten muss. Aber ich bin ehrlich, ich habe Lust drauf. Wisst ihr was? Lasst uns gar nicht lange schnacken. Ich zeige euch direkt, wie das ganze Ding am Ende aussieht. Ladies and Gentlemen, darf ich Ihnen Ihr neu eingerichtetes Apartment vorstellen? Okay, also, man kommt hier rein, geht über die Druckplatte, dadurch geht die Tür zu. Dann haben wir hier oben eine Glocke, bisschen Inneneinrichtung, dies, das. Dann hier eine Garderobe mit einem Willkommensschild. Gehen wir einmal weiter, kommen wir in den Lagerraum mit Fässern und dem wichtigsten Block einer Jukebox. Weiter um die Ecke befindet sich dann die Küche mit einem sehr, sehr wichtigen und sehr komplizierten Kochrezept. Hier drüben haben wir dann nochmal eine Chill-Area, wo man rausgucken oder einfach ein bisschen was lesen kann. Im Bad habe ich nichts geändert, außer einen Noteblock platziert, weil, sind wir ehrlich, Jukeboxen sind viel besser und Noteblocks gehören aufs Klo. Ich bin ehrlich, all in all bin ich vor allem dafür, dass die Blöcke echt beschränkt waren, super zufrieden und ich bin gespannt, was der Kunde sagt. 25 Gold? Das ist auf jeden Fall in Ordnung. Ich brauche mehr Stauraum für mein Apartment. Es wäre sehr schön, wenn ich ein paar Kisten oder vielleicht sogar Fässer hätte. Vielleicht findest du irgendwie heraus, wie du mehr Platz kriegst. Ich bin mir sicher. Danke dir. Jo, okay. Das ist wirklich ordentlich viel Zeug für einen Stauraum. Ich denke, das kriegen wir hin. Alright, aber wo packen wir den denn jetzt hin? Okay, ich bin dumm. Hier ist ein leerer Raum. Ich denke mal, das ist genau der Ort, an dem wir bauen sollen. Naja, gut. Ich bin ehrlich. Es ist jetzt nicht super schön, aber es ist auch nicht hässlich und das muss manchmal auch einfach reichen. Ich meine, hier in diesem kleinen Raum viele Kisten unterzubringen, ist gar nicht so einfach. Die muss schon zufrieden sein. Ich war im Urlaub für nur eine Woche und jetzt, als ich wiedergekommen bin, sind überall Spinnweben. Bitte, lieber Gott, entferne das alles. Ich kann das alles nicht mehr.
Yo, warum zur Hölle ist er so sauer wegen... Naja, schon wegen vielen Spinnenweben, aber er muss mich doch nicht gleich so anschreien. Naja gut, das ist kein Problem. Wir haben eine Schere, ich entferne das. Boah, hier drüben ist ja auch wirklich alles voll. Aber jetzt mal ehrlich, kein Wunder, wenn du ein Gemälde von einer Spinne in deiner Wohnung hast. Naja, egal. Wir haben unsere Arbeit erledigt und kriegen über viel Geld. Das ist das Wichtigste. Also, ich bin mir nicht ganz sicher, wie ich das sagen soll. Also, es ist sehr, sehr komisch, aber mein Apartment ist irgendwie überwachsen. Mit Pflanzen. Kannst du vielleicht, weißt du, die Pflanzen entfernen? Es macht irgendwie nicht so viel Spaß sonst. Ich fühle mich beobachtet. Okay, ich habe keine Ahnung, was er damit meint, aber natürlich kann ich das. Gar kein Problem. Also, ich bin ehrlich, wenn meine Pflanzen zu Hause so gut wachsen würden, dann wäre ich glücklich. Aber ich habe absolut keine Ahnung, wie er hier drin bis jetzt leben konnte. Alright, wir sind fertig. Viel Spaß mit deiner neuen alten Wohnung. Wir alle brauchen einen Platz, wo wir unser Geschäft machen können. Weißt du das? Wee wee poo poo. Bitte geh rüber in mein Apartment und installiere irgendwie eine Toilette. Und wenn du schon dabei bist, kannst du eigentlich auch gleich mein Bad dekorieren. Oh, oh mein Gott, und er hat ein Fenster im Bad. Er hat ein Fenster im Bad. Das bedeutet, ich könnte ihm rein theoretisch eine Toilette vors Fenster bauen, aber seine Aussicht ist nicht so schön. Also ich glaube, das hier ist eher so ein Altersheim. Wisst ihr was? Wir machen das wirklich so hübsch wie möglich. Ja, gut. Also ich habe zwar nicht alle Blöcke benutzt, aber ich bin ehrlich, das ist eine meiner besten Arbeiten. Ich bin zufrieden. Er hat hier eine Dusche, direkt daneben ein Whirlpool, dann hier ein Spiegel, eine Toilette und sogar ein Fenster zum Rausschauen. Ich bin wirklich begeistert. Yo, du kennst doch das Sprichwort, man kann nie genug Crafting Table haben. Nun, ich weiß nicht, was ich sagen soll, aber vielleicht habe ich es etwas übertrieben. Du wirst schon sehen, was ich meine. Ich habe vielleicht ein bisschen zu viele Crafting Table bestellt. Ich brauche aber nur ein paar. Bitte entferne den Rest. Ja, wirklich, mit was für komischen Anfragen kommt ihr hier zu mir? Aber klar, mache ich auch gerne. Gut, wo liegt denn das Problem, guter Mann? Du hast hier eine normale Sitzecke mit einer Kiste, ein bisschen Bücherregale und was ist das? Yo, wer braucht so viele Crafting Table? Das ist ein Raum voller Crafting Table. Das ist mehr Crafting Table als Raum, als Zimmer. 26 Stück, ein halber Stack. Wer braucht so viele? Ich brauche ein wenig Hilfe, um mein Apartment einzurichten. Ich bezahle gut, mach es einfach schön. Klar, nichts leichter als das. Und du gibst mir dafür ja auch wirklich viele Blöcke. Boah, und die Hütte sieht auch wirklich solide aus. Wir haben einen riesengroßen Raum ohne irgendwelche Mauern oder so, abgesehen von der Mitte, wo wir gestartet sind. Und halt hier an der Seite ein, zwei kleine Balkons. Oder Balkone. Ich habe keine Ahnung, was davon die Mehrzahl ist. So oder so, ich glaube, diese Wohnung ist mal wieder ein klassischer Fall von so sieht's vorher aus und gleich seht ihr es direkt nachher. Okay, ich habe tatsächlich nicht alle Blöcke benutzt, aber bin trotzdem sehr zufrieden mit dem Endergebnis. Wenn wir hier einmal aus diesem Mittelraum, was glaube ich ein Fahrstuhl sein soll, rauskommen, dann landen wir in der Küche. Hier habe ich so eine kleine freistehende Kochinsel gebaut, weil das ist auch mein absoluter Traum. Sowas will ich irgendwann mal in meiner Wohnung haben. Direkt daneben ist der Balkon. Dafür hatte ich ehrlich gesagt nicht so viele Blöcke, deswegen sind hier nur ein paar Pflanzen. Direkt daneben ist dann der XXL Flatscreen Fernseher, sogar mit Noteblocks als Soundanlage. Hier haben wir noch die heilige Jukebox, irgendwelche kleinen Bücherregale, hier der andere leere Balkon. Dann haben wir da einmal ganz viele Schränke für alles mögliches Zeug. Wir haben hier ganz viele Bücherregale und ein Herz auf dem Boden für alle meine Abonnenten. Danke für alles, danke für den Support immer. Ja, und direkt daneben ist dann nochmal eine Jukebox, ein Bild von dem Widder und das war's eigentlich. So oder so, mit dem Endergebnis bin ich wirklich sehr zufrieden und ich hoffe, der Kunde auch. Yo, 25 Gold, das nehme ich gerne mit, aber ich habe mir schon irgendwie mehr erwartet. Das ist eine Katastrophe. Du musst alle Betten zerstören, außer zwei. Lass nur zwei Betten übrig. Ich habe viel zu viele Betten bestellt. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Ich glaube 30 oder 40, aber ich wollte doch nur zwei. Hilfe! Irgendwie haben die ganzen Kunden heute wirklich komische Aufträge und komische Stimmen. Aber kein Problem, ich helfe gerne. Wir kriegen eine Axt und müssen alle Betten bis auf zwei zerstören. Hier sieht's aus wie im dänischen Bettenlager. Was ist passiert?
Naja gut, ich würde sagen, wir lassen die stehen. Das hier sieht aus wie ein Schlafzimmer und den Rest können wir kaputt machen. Alright, ich entsorge einmal den ganzen Müll, den wir natürlich nicht brauchen, und liefere den Auftrag ab. Yo, nur noch 5 Jobs, dann kann ich endlich mein eigenes Apartment genauso einrichten, wie ich es will. Ich will, dass du mir eine Küche designst und sie soll magnetisch aussehen. Dankeschön. Na gut, dann wollen wir mal. Das wird ein Spaß. Boah, und wisst ihr was? Dieser Raum schreit einfach schon wieder nach einer Kücheninsel. Ich kann nicht anders. Yo, und somit ist das Ding eigentlich durch. Gefällt mir, ich bin echt zufrieden. Also, es ist Halloween. Ich will, dass du mein Apartment so dekorierst, wie ich es noch nie zuvor geschafft habe. Ich will, dass du es so unfassbar und schauderhaft wie möglich machst. Kriegst du das hin? Oh ja, und wie ich das tue. Ich verwandle diese wirklich coole Hütte zu einem Gruselparadies. So, der letzte Kopf und damit ist die Halloween-Deko auch schon fertig. Ich bin ehrlich, da hatte ich ja jetzt nicht so viele Möglichkeiten. Oh Mann, ich brauche etwas Hilfe und es ist ein zerstörerischer Job. Alles, was du tun musst, ist die ganze Einrichtung zu zerstören, damit ich sie mit etwas Neuem austauschen kann. Ja, ich bin ehrlich, das klingt wie der absolute Traum. Natürlich mache ich das gerne. Wir müssen wirklich diese ganze Einrichtung nur zerkloppen und kriegen dafür Geld. Das ist ja eine Win-Win-Situation. Okay, das Ding ist durch, die Wohnung ist leer und wir kriegen 7 Gold dafür. Easy. Ey, was soll das? Bei dem nächsten Auftrag gibt's gar keinen lustigen Dialog, den ich irgendwie schlecht nachsprechen kann. Naja gut, ich glaube, die Aufgabe ist trotzdem easy. Wir sollen halt einfach mal wieder eine Wohnung einrichten. Wir haben dieses Mal viele einzelne Räume, sogar Betten, damit die Leute, die hier leben, auch schlafen können. Ansonsten 2 kleine Balkone, da würde ich mich allerdings nicht so groß drum kümmern. Ich denke, das kriege ich hin. Jo, also das ist wirklich eine Studentenwohnung. Wir haben kaum Einrichtungsgegenstände. Also wirklich, ich werde das hier so spärlich irgendwie hinplatzieren. Das wird echt nicht sonderlich schön. Ich bin ehrlich, das hier war wirklich nicht meine beste Leistung, aber mehr ist mit den Blöcken einfach nicht drin gewesen. Hoffentlich bezahlen sie dafür wenigstens gut. Was? Jo, also 50 Gold? Damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Okay, es ist Zeit für den letzten Auftrag, bevor ich mich um mein eigenes Apartment kümmere. Ich brauche unbedingt einen schönen Indoor-Garten. Ich habe alles vorbereitet. Das Einzige, was du machen musst, ist es schön aussehen zu lassen. Danke dir. Jo, jo, kein Problem. Das machen wir doch easy. Gib die Pflanzen her. Jetzt wird eingerichtet. Wartet mal. Du willst mir erzählen, dass das hier ein, ich zitiere, Indoor-Garten sein soll? Ich bin ehrlich, das sieht mir eher aus wie jeder zweite Haushalt nach der Legalisierung. Aber egal, du sollst kriegen, was du willst. Jo, und das ist ja auch super easy. Wir müssen hier einfach ein paar Pflanzen platzieren. Also jetzt mal ehrlich, Pflanzen sind immer schön. Da kann man ja eigentlich gar nichts falsch machen. Sie wollte einen Indoor-Garten, aka eine Plantage. Und genau das hat sie bekommen. Ich hoffe, sie ist glücklich. Naja, egal. Wir haben tatsächlich erfolgreich jeden einzelnen Beruf abgehakt. Insgesamt sind somit nochmal 2 Stacks Gold auf meinem Konto gelandet. Mit genau diesen werde ich jetzt einmal in den örtlichen Ikea gehen, hier ordentlich shoppen und dann würde ich sagen, melde ich mich einfach, wenn meine Wohnung nicht mehr so leer aussieht. Ich denke, das ist ein Plan. 6,5 Stunden später. Okay, Freunde, es ist soweit. Ich habe die ganze letzte Stunde mir ordentlich ein abdekoriert. Kann's jetzt allerdings wirklich kaum erwarten, euch zu zeigen, was ich so gezaubert habe. Okay, also zuerst ist diese komische Leiter weg und wir haben jetzt eine Wendeltreppe. Wenn wir da durchgehen, dann gibt's keine Tür. Wir leben hier sowieso als Einziger, dementsprechend alles safe. Zuerst kommen wir in die Enchantment-Ecke, wo man halt seine Tools verzaubern kann. Von hier geht es direkt um die Ecke auf die Toilette. Dann haben wir hier einmal das Klo, was natürlich ganz klassisch in Richtung Stadt zeigt. Wenn wir da wieder rausgehen, dann kommen wir hier in unsere Chill-Ecke. Da haben wir einmal ein riesiges Sofa. Da drüben ist dann der erste Balkon mit ein paar Pflanzen und so, nichts Besonderes.
alles. Da ein paar random Arbeitsblöcke, dann geht's hier auf den nächsten Balkon. Oh, da fällt mir gerade ein, dass ich vergessen habe, irgendwas zu platzieren, aber egal, das übersehen wir, ignorieren wir einfach mal. Direkt daneben geht es dann trotzdem auf den nächsten Balkon, auch hier ist mal wieder ein riesiges Blumenbeet. Direkt daneben ein weiterer Fernseher mit einer kleinen Couch, einfach für die EM im Sommer Fußball schauen, ein absoluter Traum. Somit war es das in der unteren Etage, wir gehen einmal die Treppe hoch. Dann haben wir hier ein riesiges Gemälde, hier einmal ein bisschen Stauraum, ein Teppich. Hier ist meine Sitzecke, wo ich super souverän immer lese oder halt Minecraft zocke. Direkt daneben ist mein entspanntes Bett, drei Betten, weil ich so viel Platz brauche. Ich bewege mich wirklich ultra oft im Schlaf. Und wenn wir auch hier rausgehen, haben wir eigentlich nochmal genau dasselbe. Ich glaube, das war's auch schon. Ich bin ehrlich, mal wieder einfach entspannt ein bisschen was zu bauen und seiner Kreativität freien Lauf zu lassen, hat wirklich Spaß gemacht. Wenn euch das genauso geht, dann kann ich euch als nächstes jetzt nur das Video in der Endcard absolut ans Herz legen. Ansonsten könnt ihr auch sehr, sehr gerne Mini-Gustav über den Link in der Videobeschreibung abchecken, würde mich wirklich extrem freuen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, dass wir uns als nächstes auch am Donnerstag wiedersehen. Bis dahin, haut rein und ciao!